Ja, Waldmannsheil, liebe Freunde von Alpha Hunters, Alpha Shooters, ich begrüße euch von der diesjährigen Jagd und Hund 2022, diesmal im Juni. Und neben mir steht Laurenz Bultmann. Und Laurenz hat die neue Merkel Helix Carbon in der Hand. Und wenn ich richtig unterrichtet bin, Laurenz, warst du mit dieser neuen Waffe schon auf der Jagd? Ja, tatsächlich. Ich habe schon sozusagen den ersten Produkttest oder den ersten Feldtest gemacht. Ich war schon in England damit, war auf Mundjagd jagen und auch auf Hehbock. Mit zwei Mundjagd hat es tatsächlich geklappt, also war erfolgreich, die Waffe funktioniert, bin sehr zufrieden. Genau, in diesem Jahr stellen wir auf der Jagd und Hund die neue Helix Carbon vor, beziehungsweise das Helix-Prinzip bleibt das gleiche. Mit deutlich weniger Gewicht, ich muss mal gleich dazwischen sagen. Genau, deswegen ist Carbon, das ist eigentlich das, wo immer alle fragen, wo liegt das gewichtstechnisch, beziehungsweise was ist der Vorteil von Carbon. Carbon ist einfach, kommt einfach davon, wir brauchen weniger Gewicht. Das ist eigentlich das Hauptziel, woher das kam. Ich kann ein bisschen erzählen, so die Grundidee kam davon tatsächlich aus Frankreich am meisten. Die haben immer darauf gedacht oder darauf gedrängt, bringt doch mal eine Carbon raus. Wie wär's denn? Das passt doch eigentlich zur Helix für die Berge, für die Drückjagd, für schnelle Schüsse. Und ja, wie gesagt, das Helix-System bleibt das gleiche. Wir haben die ganz normalen Features dabei, die sonst auch immer alle dabei sind. Wir haben die 1:2 Übersetzung, wir haben das geschlossene System, wir haben die Wechsellaufmöglichkeiten, das bleibt alles gleich. Was tatsächlich neu ist, ist der Schaft, also dieser Carbon-Schaft. Wir können ihn mal ein bisschen Wir können ihn mal noch mal ein bisschen zeigen. Also wir haben einen verstellbaren Schaftrücken hinten, der mit dem ganz normalen Helix-Schaftschlüssel verstellt werden kann in der Höhe. Wir haben abnehmbare Schaftkappen hinten, die auch sowohl an Schützen als auch Wetterbedingungen oder Bekleidungsschicht angepasst werden können. Okay. Da haben wir drei, das ist jetzt die Standard, dann haben wir die schmalere und die dickere, je nachdem, was benötigt wird. Und bei diesem Modell, was das ganze Thema Gewichtsreduktion betrifft, glaube ich, oder so stand zumindest in der Pressemitteilung drin, hat ja auch damit was zu tun, dass immer mehr Leute oder mehr Jäger auf die Nachtjagd gehen. Es kommt immer mehr an Zusatzbehör auf die Waffen rauf. War das auch ein Grund, warum ihr die Waffe leichter gemacht habt? Unter anderem auch. Also das ist der eine Punkt, wie du sagst, es kommt Zubehör erstmal auf die Waffe drauf. Die Waffe wird an sich schon mal schwerer und man muss ja dann noch einen Schritt weitergehen. Die Pirsch wird immer attraktiver. Die Leute pirschen auf Böcke, aber auch die Nachtjagd, wie du gesagt hast, auf Sauen oder sowas, ist immer attraktiver. Mhm. Und deswegen braucht man einfach eine Waffe, die man einfach mal auch eine ganze Nacht tragen kann. Ja. Und wie gesagt, ich war schon in England damit unterwegs. Zwar nicht nachts, aber trotzdem, ich habe die im Grunde nicht gespürt. Also es ist wirklich angenehm. Und trotzdem auch, was jetzt vielleicht auch viele denken würden, wie ist es denn mit dem Rückschlag? Es ist super angenehm, der Schaft ist super ausbalanciert. Und also ich glaube, wir haben uns da was ganz Gutes überlegt. Wann verfügbar? Verfügbar ungefähr, würde ich sagen, ab August. Ab August diesen Jahres ist es verfügbar. Und kalibertechnisch, was mit was? Kalibertechnisch, das ist das, was ich eben meinte, bleiben wir bei der Helix im Grunde genommen. Also wir haben das System bleibt das gleiche, die Läufe bleiben die gleiche, die Kaliberauswahl bleiben die gleiche. Wir haben im Grunde genommen nur den Schaft überarbeitet, mit diesen eingearbeiteten Soft-Touch-Inlays, sowohl an Pistolengriff, Vorderschaft und auch Schaftrücken. Also und das modulare System, dass ich das den Lauf wechseln kann. Kann auch an meine Helix Carbon, wenn ich mir die jetzt kaufe, kann ich auch als nächstes den Speedster-Schaft noch ranschrauben oder eine schöne Holzklasse. Das Modularität bleibt die gleiche. Wir haben im Grunde genommen nur einen neuen Schaft rausgebracht. Ja. Was ich noch einmal gerne erwähnen möchte, wir haben vorne serienmäßig verbaut im Vorderschaft, also hier drin innenliegend, einen Halder Push-and-Go-Adapter. Okay. Damit können zwei Beine angebracht werden an der Waffe. Ich zeige das einmal. Dann kommt der hier vorne rein und... Okay. Kann man sozusagen ein Zweibein montieren? Kann man Zweibein montieren. Das ist jetzt noch schmeckbar und dieser Einsatz ist immer serienmäßig im Schaft enthalten. Das wäre jetzt ein Zukaufteil, aber dadurch lassen sich dann halt zwei Beine montieren. Okay, gut. Am Ende des Videos frage ich ja immer nach dem Preis. Gibt es da schon irgendwelche Preisvorstellungen, die ihr habt? Ja, also unsere Preisvorstellung, beziehungsweise wo wir uns einordnen, ist im Grunde genommen, der Ziel war von Anfang an unter 6.000 Euro zu bleiben. Ja. Und, habt ihr das geschafft? Ja, UVP ist zumindest Stand jetzt, heute, erster Messetag, 5.949 Euro UVP, die wir rausgeben. Ja, vielen Dank. Das war schon das erste Video von der diesjährigen Jagd und Hund 2022 hier mit Laurenz Bultmann von Hähnel und Merkel, so muss man es ja richtig sagen. Genau, richtig. Und ihr seid jetzt wieder gefragt, ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben, was haltet ihr von dem System, dass Merkel jetzt auch noch eine Carbon-Variante anbietet. Jawohl. Das würde uns mal interessieren und das ist ja für euch auch immer ganz wichtig, wie das Feedback draußen vom Markt ist, oder? Absolut. Und ich kann nur jedem empfehlen, komm vorbei. Also wir haben endlich wieder Messe, wir freuen uns Udo Lindenberg ist in dieser Woche da. Das auch, vielleicht hoffentlich auch bei uns. Wie gesagt, wir sind hier in der Halle 6. Stand E04, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf jeden Besucher und
Wir stehen Rede und Antwort. Vielen Dank, Matze. Immer gerne.